say, we're drinking good whiskey. I feel free. I can't believe it. We are having a good time. Rock and roll and sex is fine. Hallo, einen schönen guten Abend hier im Reisender Bozen. Treff das Rock- und Pop-Magazin. Heute mit dabei der Doggy Singh. Er behauptet von sich, den Sommerhit des Jahres 2011 geliefert zu haben. Und hier mit dabei im originalgetreuen Cadillac, William D. Er ist der sogenannte Südtiroler Elvis. Hallo William. Hallo. Angekommen sind wir in einem netten, gemütlichen italienischen Dörfchen in Levico. Hier ist Williams Friseur Paolo zu Hause. Die beiden haben sich durch das Elvis-Fieber kennengelernt und sind so richtig gute Kumpels geworden. William lo conosco da circa 12 anni. L'ho conosciuto a Levico a un concerto con il suo gruppo. E niente, io sono venuto a sapere che c'era questo concerto e allora mi sono portato con la mia macchina, e tra il resto una Pink Cadillac. Ho visto lui che cantava, bravissimo tra il resto, esplosivo e tutto, e dopo niente, lì ci siamo conosciuti perché lui cantava bene, io avevo la macchina e da lì è nata questa amicizia che adesso sta andando avanti da 12 anni, anche perché quando lui va ai concerti mi chiama e io vado con la macchina. Und eins wissen die beiden ganz genau, für jede große Show braucht es das Styling aus Friseurs Meisterhand. Föhn, Bürste und Haarspray und dann gehen sogar ab und an die Flammen auf. Elvis lebt. Eine Schlagzeile, die wir schon Mitte der 90er hatten. Denn 93, da gab es schon den ersten Solo-Auftritt. William, erzähl uns mal, mit 4 Jahren warst du eigentlich schon absolut im Elvis-Fieber. Dazu gekommen ist es 1977, im Todestag von Elvis, weil mein Vater ist ein großer Elvis-Fan und er hat da praktisch den ganzen Abend die ganzen Sendungen, die sie über Elvis gezeigt haben, im Fernsehen angeschaut. Es war ja schon in der Volksschule für dich dann soweit, als der Herr Lehrer gesagt hat, schauen wir mal, was die Jungs so drauf haben im Zeichnen, im Kunstunterricht. Und ich würde mal sagen, die Bilder, die wir gleich in der Einblendung sehen, das waren schon mal, ja, das war eine kleine Prophezeiung. Ja, da hat der Lehrer gesagt, dass wir heute praktisch eine Zeichnung machen, wie wir uns in 10 Jahren sehen. Und dann haben wir, das war 83 plus 10 Jahre, 93, und das war genau mein erster Auftritt bei einem Talentwettbewerb in Meran. Und dann ein anderes Mal beim Zeichnen hat er gesagt, wir sollen zeichnen, wie wir uns in den Spiegel sehen. Und die haben halt das gezeichnet. Rock and roll and sex is fine. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Come here and shake with me. Chicken wings and more, chili pepper and gold. The blue rush to our head, it looks fine. I can't believe it, we are having a good time. Rock and roll and sex is fine. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Come here and shake with me. Lambos side on tips, licking all the flips. We'll spill tequila over to keep you. I can't believe it, we are having a good time. Rock and roll and sex is fine. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Come here and shake with me. Ein großer Schritt, eine große Lebenserfahrung war für dich dann auch der Weg über die Grenzen hinaus. Und da hat dir auch Peter Higelsberger dabei verholfen. Ja, das mit Peter ist einige Jahre danach gekommen. Ich habe angefangen praktisch noch den Talentwettbewerb, was ich gemacht habe, immer rein. Da war ein Freund von mir dabei, der Ivo Gasser von Dancing Exclusive von früher noch. Und dann hat er zu mir gesagt, schau, kann man so machen, dass man donnerstags für die
eine halbe Stunde lassen wir die auftreten. Und so hat es noch angefangen. Dann habe ich praktisch jeden Donnerstag habe ich meine halbe Stunde gehabt, von Mitternacht weg. Und dann habe ich meine Auftritte gehabt. Eines Tages bei einem Konzert ist da Peter Higgelsberger zu mir gekommen und da hat er sich bei mir vorgestellt. Dann hat er gesagt, hallo Gess, ich bin der Peter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne dich so von Hören und von Sehen aus. Und er hat etwas vor mit mir. Er kann mich in Ausland bringen und so. Und so ist noch gekommen. Dann bin ich 2004 dann, bin ich nachher mit ihm bei der deutschen Sportlerwahl in Deutschland gewesen. Und dann habe ich beim Vorabend gesungen. Da war der Franz Beckenbauer, der Jan Ulrich und die ganzen Sportler. Und nachher bin ich mit ihm so ein paar Jahre kreuz und quer durch Deutschland gezogen und habe meine Auftritte gehabt. 2004 so circa habt ihr die Band gegründet, William T. and the Black 50s, und seid ja eigentlich schon einige Jahre unterwegs. Ja, 2004, wo ich eigentlich langsam stufe, alleine aufzutreten. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich unbedingt eine Band gründen. Und dann habe ich damals Musiker kennengelernt und dann habe ich die Band gegründet, William T., nach meinem Namen William Telser. Und Black 50s, Black von den Jahren und die 50er. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich William T. and the Black 50s. Dann habe ich ein Logo entworfen und dann haben wir angefangen zu proben. Und dann langsam die Auftritte. Ich habe noch die ganzen Kontakte noch gehalten, was ich früher in Deutschland gehabt habe. Und am Anfang waren wir zu sechs, dann sind wir zu fünft geworden. Und dann mittlerweile in den letzten eineinhalb Jahren habe ich jetzt, sind alle Musiker, sind ganz andere Musiker jetzt dabei. Und weil ich mich eben mehr jetzt auf den 50er-Stil. Das heißt, mit Kontrabass und Gitarre und Schlagzeug. Starting out, yeah, the shake it all, baby, kiss me quick, you like it, I can't believe it, we are having a time, rock and roll and sex is fine, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, come here, shake with me, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, come here, shake with me. Ja, das Lied, das habe ich vor vielen Jahren geschrieben und die Musik habe ich erst seit einem Jahr gemacht und dann habe ich sie mir hören lassen und dann haben wir gleich drauf gespielt und das erste Lied da, das heißt Rock'n'Roll and Sex und das ist ganz cool. So ein Album in den 50er-Jahr-Stil habe ich es gemacht und jetzt eben werden wir im Winter, wahrscheinlich haben wir mehr Zeit, und dann werden wir eine CD machen, da werden wir noch jetzt, sind wir dabei, noch andere 4-5 Eigenproduktionen zu machen, plus noch Covers, und dann werden wir noch eine CD machen.